Hallo, hallo. Heute gibt es einen kleinen Einblick in die Photoshop-Datei von einem Fotoprojekt von mir, der Handgranatapfel. Alles hat begonnen mit dieser Ausgangsdatei, einem Granatapfel, einem Stockfoto und dieser Granate hier. Als erstes verwendete ich die Oberfläche der Granate und habe sie auf die Oberfläche des Apfels gelegt. Hier verwendete ich das Verkrümmern-Werkzeug und auch etwas Verflüssigen und habe schlussendlich dann die Maske mit einer Maske das Ganze an den Apfel angepasst. Um auch hier die Vertiefung der Granate, der Granatenoberfläche hier besser an den Apfel anzupassen, habe ich auch hier den Apfel mit einer Maske versehen, damit das hier realistischer rüberkommt. Als nächsten Schritt kam auch schon der Kipphebelzünder hinauf. Das war dieser Bereich hier. Einfach mit einer Maske freigestellt, auch wieder etwas verformt und verkrümmt und mit einer Maske angepasst. Ohne Maske würde das so aussehen. Und als nächstes habe ich hier eine Textur darüber gelegt. Und zwar, das ist einfach nur ein Bereich, den ich hier ausgewählt habe aus dem Apfel. Den habe ich dann hier darüber gelegt. Und zwar auch gleich mit einer Schnittmaske versehen, damit diese Textur hier auch nur auf diesen Kipphebel hier angewandt wird. Ohne Schnittmaske würde das so aussehen. Schnittmaske ist hier eine einfache, schnelle Möglichkeit. Ansonsten müsste ich hier diese Maske noch einmal auf die Textur hier zeichnen. Das gleiche habe ich dann hier mit dem Hebel gemacht. Wieder die Textur darüber gelegt, ebenfalls mit einer Schnittmaske versehen. Das Ganze dann mit einer Tonwertkorrektur etwas heller gemacht, damit es hier von der Helligkeit her einigermaßen zur Helligkeit vom Granatapfel dazu passt. Ich habe dann hier noch eine HDR-Tonung angewendet, um das Ganze noch etwas knackiger wirken zu lassen. Und schlussendlich dann noch einen malerischen Look darüber gelegt. Gefällt mir einfach von der Oberfläche her sehr gut. Das war ein ganz kurzer Einblick in die Photoshop-Datei vom Handgranatapfel. Nutzt einfach die Winterzeit jetzt, um auch ein paar kreative Sachen umzusetzen, bisschen mit Photoshop zu spielen. Soll einfach Spaß machen. Und man lernt ja auch indirekt sehr viel und sehr, sehr tolle Sachen, auch mit dem Programm umzugehen, einfach wenn man konkret ein Projekt umsetzt. Eine Möglichkeit wäre auch hier so einen Alienfrosch zu machen. Hier habe ich vorhin paar Jahren mit einer 4 Megapixel Digicam einen Frosch auf einem Sandhaufen aufgenommen und dann einfach mit verschiedenen Texturen, Bildlooks und so weiter versehen, etwas Dodge and Burn und so weiter. Eine weitere Möglichkeit wäre auch, vielleicht einen Strauß-Giraffe oder einen Giraffenstrauß zu machen. Probiert einfach mal die Seite zum Beispiel cgtextures.com aus. Ein paar Fotos zusammensuchen, die einigermaßen vom Blickwinkel, von der Perspektive, von der Farbe her passen könnten und einfach mal die Kreativität walten lassen. In diesem Sinne, bleibt kreativ, schönen Tag noch, euer Maxl. Bis zum nächsten Mal.